Hola, hola, meine lieben Facebook-Freunde, ich grüße euch ganz herzlich hier aus New York City und ihr seht es ja schon hinter mir, die berühmteste Frau der Welt, die seit 1886 hier rumsteht und die das Feuer hält. Warum steht sie da? Es war ein Geschenk aus Frankreich und steht für Unabhängigkeit und für Freiheit. Ist mittlerweile sogar ja, Weltkulturerbe der UNESCO. Und ich habe mir gedacht, ich fahre jetzt auf diesem komischen Fischkutter hier rüber, zeige euch diese Dame. Man, jeder kennt sie ja nicht mehr. Aber was hat diese Dame mit dem normalen täglichen Leben, mit dem Geschäftsleben zu tun? Einiges. Warum? Wenn man sich mal hinterfragt, wie viele Menschen möchten unabhängig sein im Leben, frei, möchten Entscheidungen selber treffen. Die wenigsten Menschen treffen eigentlich jeden Tag vernünftige Entscheidungen. Es gibt so viele Menschen, die wissen morgens nicht, was sie anziehen. Die wissen nicht, was sie im Restaurant für Mittagessen bestellen sollen. Man schaut immer nur links und rechts, hängt sich vielleicht dran, versuchen andere Menschen zu kopieren, anstatt anders als alle anderen zu sein. Die 5 A's, das ist ganz entscheidend, meine Firmenphilosophie, sich das auch zu verinnerlichen und Gas zu geben. Unabhängigkeit heißt, eine eigene Meinung zu haben, seinem Bauchgefühl darauf zu hören. Es gibt so viele Menschen, die eigentlich gar nicht wissen, warum sie morgens aufstehen, welchen Job sie ausüben möchten und ausführen möchten. Sparen, Geld sparen heißt Freiheit, heißt Unabhängigkeit. Wenn du Geld auf dem Konto oder auf dem Konto die Kohle liegen hast und du weißt einfach, worauf du hinarbeitest. Es gibt so viele Menschen auf Facebook und YouTube, die halbnackte Bilder posten, irgendwelche Typen, die ihr Sixpack reinhalten, irgendwelche Kackweiber, die sich ausziehen, in den Arsch reinhalten, damit sie noch mehr Likes bekommen und was wofür dann am Ende. Natürlich gibt es wenige Menschen, vielleicht 0,0001% der Welt, die mit dem ganzen Postings wenig Geld verdienen. Und die Frage ist, was verdienen sie? Kriegen sie dafür, wenn sie irgendwas posten, ein T-Shirt umsonst? Oder wenn sie irgendwie Teewerbung machen, dann kriegen sie vielleicht 20 Euro? Worüber reden wir denn? Wichtig ist, dass man einen vernünftigen Job nachgeht. Und ich glaube, viele Menschen heutzutage, die haben gar nicht mehr diesen Anspruch danach, einen vernünftigen Job auszuführen, sondern sie wollen einfach nur noch berühmt werden, YouTuber, Facebooker, sonst was. Nehmt euch ein Ziel vor Augen, arbeitet darauf hin und dann werdet ihr erfolgreich. Dann werdet ihr unabhängig und dann weiß man auch, worauf man arbeitet. Dann ist man frei. Und Freiheit ist das Wichtigste. Wenn ich morgens in die Arbeit gehe und kann entscheiden, wie ich mich anziehe, was ich mache, was ich für Termine organisiere, das ist so entscheidend und so wichtig. Das wünsche ich mir und deswegen stehe ich jetzt hier in der Arschkälte, um euch diese Dame zu zeigen. Ich wünsche euch alles Gute, lasst es krachen.